hatte immer Scheu, zu früh wegzugehen von zu Hause. Ich habe ganz lange an meinen Eltern gehangen und wollte auch nicht auf Klassenfahrten fahren. Mit 14, 15 noch nicht. Hab mit Puppen gespielt, bis ich 15 war. Bin nicht gerne ausgegangen mit Freundinnen, also war sehr zu Hause und habe das Nest nicht gern verlassen. Aber dann mit einem Schlag, mit 16, damals gab es Interrail-Ticket und zack, los. Das Essener Theater damals hat Probenbesuche angeboten. Wir haben mit den Schauspielern geredet, die waren für uns Jugendliche, ich war 17, 16, 17. Wir waren eine kleine Truppe aus Dorsten, die sich gefunden hatte, weil uns Theater interessiert hat. Und wir haben auch selber Theater gespielt. Und dann sind wir dorthin gepilgert und konnten auf Proben gehen, mit den Schauspielern reden, sehen, wie ein Stück entsteht. Und ab dem Moment wusste ich, das will ich auch. Ich war 19. Da bin ich nach Saarbrücken gegangen. Ich wollte schnell auf eine Schauspielschule, ich wollte schnell Theater spielen und habe mein Abitur gemacht und dann Aufnahmeprüfung an Schauspielschulen gemacht und das war die erste, die gleich geklappt hat und dann bin ich dahin. Ja, die größeren Rollen kamen dann im ersten Engagement, wo man ein ganzes Stück durchgespielt hat. Da bin ich an die Nordsee gegangen, nach Wilhelmshaven, an die Landesbühne, noch während meines Studiums. Ich hatte das Angebot und bin vor dem Abschluss dorthin, bin da aber nochmal zurückgegangen, habe meinen Abschluss gemacht und dort bin ich an die Küste gegangen und hatte wirklich meine erste Premiere auch auf einer Insel auf Norderney. Die Landesbühne Wilhelmshaven hat damals sämtliche Orte dort in Norddeutschland bespielt. In Darmstadt war ich dann etwas länger und dann kam ein Angebot von Nürnberg aus Franken. Und da bin ich in die Lebkuchenstadt gegangen und dort war ich dann 8 Jahre. Dann die freiberufliche Zeit war auch wichtig, immer mit wieder einem neuen Ensemble. Eine freie Gruppe fügt sich zusammen, dann geht man mal wieder zurück für das Stück, für ein Stück in ein Ensemble, das man dann schon kannte. Also den unterschiedlichen Wechsel zwischen sich geborgen fühlen in einer Ensemblefamilie, aber dann auch frei zu sein. An meine Rollen gehe ich ran, ich lerne einen neuen Menschen kennen, sag ich mal so als Motto. Als Motto, ja, ich sehe es erstmal wie, wenn man einen Menschen kennenlernt, ihm begegnet, man tastet sich langsam ran, hat unwahrscheinlich viele Fragen. Wie ist dieser Mensch? Und da muss irgendwann der Moment kommen, glaube ich, in dem man sich ein bisschen in den Menschen verliebt. Weil sonst kommt man nicht wirklich ran. Also, es ist ja so beim Verlieben, dann fallen auch irgendwie Vorurteile. Und das Gute ist eigentlich, merke ich immer, wenn ich diese Rolle dann spiele, auch abends auf der Bühne, wenn ich dann nachher merke, ah, es ist wie ein Teil von meinem Leben geworden. Ich kann sagen, mir ist dieser Mensch jetzt begegnet. Ich glaube, tägliches Üben oder täglicher Anspruch, im Bewusstsein seinen Beruf zu behalten, ist wichtig, aber, das ist das große aber nicht immer. Nicht immer. Das ist immer die Kunst zwischen Festhalten, es bei sich behalten, aber auch den Mut haben, es manchmal wirklich einfach loszulassen.